ist eine Textvorlage in hellgrau vom Hans Stenner Films. Die Educations-Abbildung ermöglicht jetzt Application ermöglicht jetzt die Texteingabe von hellgrauem Text. Dies kann man für die Stenografie, das insbesondere das Lehren und Lernen von Stenografie, auf verschiedene Weise nutzen. Erstens, man kann so einen Schreibraum markieren, auf dem man stenografieren kann. Es ermöglicht nämlich eine dezente Schreibvorlage für Stenografie, wie wir gleich sehen werden. Und es dient natürlich auch zur Veranschaulichung der Kompression, die mithilfe von Stenografie erreichbar ist. Praktisch entstand diese Seite durch diese Zeichen in Redeschrift, diese ein paar Zeichen in Redeschrift, die dann mit Text unterlegt worden, mit Maschinentext unterlegt worden sind. Die letzte Seite wird gleich ohne Kurzschriftzeichen gezeigt werden, sodass jeder die Möglichkeit hat, darüber auf diesen Seiten seine kurzschriftlichen Annotationen zu machen. Vielleicht das, was wir hier in Redeschrift geschrieben haben, ausführlicher in Verkehrsschrift oder Eilschrift zu notieren. Da es sich hierbei um Fingerstenografie handelt, auf einem iPad, sind die Stellen, wo normalerweise mit einem Bleistift oder einer Feder, Kugelschreiber geht auch, Druck ausgeübt wird, nur mit roten Punkten markiert. Hier auf dieser Seite kann jeder Übende noch einmal in aller Ruhe sich anschauen, wie die Zuordnung ist von Text, Schreibmaschinentext und Redeschrift. Und auf der nächsten Seite, die ich gleich aufschlage, sehen wir nur noch die Textvorlage in hellgrau, sodass hier munter in Stenografie diese Vorlage überschrieben werden kann. Es bieten sich die verschiedensten Varianten an. Wie schon gesagt, wer die ersten Schritte macht in Verkehrsschrift, der kann ausführlich versuchen, in Verkehrsschrift den Maschinentext zu reproduzieren. Wer schon etwas mehr Kurzschrift beherrscht, Eilschrift, der wird auf engerem Raum seine Kurzschrift unterbringen können, seine Stenogramme. Und wer schon seine eigene Praxis entwickelt hat, der braucht nur noch ganz wenige Zeichen, um den Inhalt